Hier der wunderschöne Blick nach hinten aus unserem Garten heraus, vom Triaterrahof. Aber was ist das da am Himmel? Könnten das Chemtrails sein oder sind das nur Kondensstreifen? Ich habe so viele Freunde, die ganz viel Angst vor Chemtrails haben, sich nicht mehr nach draußen trauen, kein Gemüse essen wollen. Und ich würde heute gerne ein bisschen meine Sicht der Dinge, meine Kenntnisse, die ich dazu habe, wie Wolken entstehen, wie Kondensstreifen entstehen, wie was Chemtrails sind, gerne dazu darlegen, um vielleicht etwas von dieser Angst relativieren zu können. Sind das Chemtrails oder sind das nur Kondensstreifen? Damit werden wir uns jetzt beschäftigen. Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Heute wieder ein Erdthema, was nicht direkt etwas mit EM zu tun hat. Dazu, weil es heute auch so ein bisschen um, nicht ganz im Bereich der Naturwissenschaften, der klassischen mechanistischen Naturwissenschaften beheimatetes Wissen und Verschwörungstheorien geht. Auch ein besonderes Produkt von uns, nämlich der Graviton Jet, der mit elektromagnetischen Feldern Gülle belebt, sodass sie nicht mehr stinkt, dass sie lebendig ist, Blasen schlägt, sich selber umwälzt und für die Pflanzen besser verträglich ist und mehr Nährstoffe hat. Ja, da meinen wir auch irgendwann nochmal ein Video zu machen zu unserem Graviton Jet, aber Sie können das auch schon mal nachlesen auf der Internetseite. Um Chemtrails soll es heute gehen. Ganz im Sinne des Spruches, man soll die Wahrheit sagen. Und das ist eine schwierige Wahrheit, weil ich mich heute zwischen alle Stühle setzen werde. Ich bin von der ganzen Anlage her ein sehr offener Mensch, wenn man das in diesen psychologischen Kategorien, die Big Five, messen würde, hätte ich eine extrem hohe Offenheit für neue Weltbilder, für alternative Informationen. Und das ist mir die größte Freude. An einem Tag kann ich mich wochenlang darüber freuen, wenn ich wieder ein interessantes neues Weltbild, was vieles andere umgestoßen hat, neue Zeitgeschichte, Eiszeiten gab es nicht, uralte Zivilisationen, Verschwörungstheorien, habe ich große Freude dran, kann ich mich lange mit beschäftigen und hinterfrage das aber auch kritisch. Und so auch bei diesen Chemtrails, für die, die gar nicht wissen, was das ist, ist dieses Video vielleicht nicht unbedingt geeignet. Chemtrails aus dem Englischen, Contrail, Kondensstreifen. Contrail wäre ein normaler Kondensstreifen, was Flugzeuge hinterlassen, wenn sie entsprechend durch die Luft fliegen, und mitunter ergibt sich dahinter ein Kondensstreifen, der dann auch mal länger oder weniger lang stehen bleiben kann. Und dann gibt es eine Verschwörungstheorie dazu, und ich bin ja ein großer Freund von Verschwörungstheorien, nämlich dass es chemische Kondensstreifen gäbe, man Chemtrails, man merkt schon, das ganze Konzept kommt wahrscheinlich aus englischsprachigen Raum. Chemtrail hat ein schönes Schlagwort, was sich dazu festgesetzt hat. Und diese Chemtrails sollen nicht einfach nur die normalen Abgase der Flugzeuge enthalten und eben durch die Verwirbelung da Wolkenbildung verursachen, sondern es sollen richtig massiv Chemikalien gesprüht werden. Wie rede ich von Aluminium, Barium und anderen Sachen, die dann auch auf die Erde niederregnen und die Menschen vergiften und eben zu diesem Zuziehen des Himmels führen, wo man dann irgendwann vielleicht am Morgen vormittags erstmal ein Gitternetz über dem Himmel hat aus Chemtrails und das sich dann zu einer kompletten Wolkendecke zuzieht, die dann irgendwann sowohl die Menschen von der Sonne abschneidet, von dem kosmischen Bewusstsein, wie auch von dem, wie auch vergiftet mit dem, was dann niedergeht mit dem Regen. Und tatsächlich habe ich viele, viele Freunde, die Kunden und Bekannte und Freunde,
die dieser Chemtrail-Theorie glauben, akzeptieren. Und mit meinem Hintergrund als Geoökologe haben wir ja Klimawissenschaften, Umwelt, Wetterentstehung, Wolken und so weiter durchaus studiert und habe mich auch gerade mit diesem Thema Wasser in der Luft, Wolkenbildung, das ist ein ganz zentrales Thema für Klima und für regionales Klima und für Wälder und für Ökosysteme und dafür, wie man Wüsten wieder grün macht, da spielt das eine ganz große Rolle. Das passt da genau rein in diese Chemtrail-Theorie. Ja. Es soll auch mysteriöse Krankheiten auslösen, wie Morgellons. Und ja, ich habe tatsächlich Freunde, die sagen, das ist der Grund, warum ich aus Deutschland ausreisen will, weil hier der Himmel ständig von Chemtrails mit Chemikalien zugesprüht wird. Man traut sich nicht mehr raus. Soll man im Garten noch Gemüse anbauen? Das ist ja dann mit Chemtrails vergiftet. Die Frage kriege ich öfter am Telefon. Und ja. Angst. Ah, ich schaue in den Himmel. Oh mein Gott. Jetzt heute sprühen sie wieder. Heute vergiften sie uns wieder. Und am Ende steht dann die Auswanderung in irgendein Land, wo man sich vorstellt, dass es da keine Chemtrails gibt, sei es Paraguay, Russland oder sonst wo. Ja. Und es gibt da ganz viel Informationen zu Videos, Dokumentationen. Habe ich nicht alles angesehen, aber ich habe mehrere Dokumentationen zu Chemtrails gesehen und da muss ich sagen, ah, und immer wieder, aua, 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 keinerlei grundlegende naturwissenschaftliche Kenntnisse zu Bodenbiologie, zu Bodenzusammensetzung, zu Regenwasser, zu Kompost. Also, da will ich jetzt mal ein paar Sachen klarstellen, die mir wirklich wehgetan haben. Und eine der Hauptbegründungen dafür, dass es Chemtrails gäbe, ist der, dass sich ganz oft Kondensstreifen nicht. Achso, nein, bevor ich damit anfange, muss ich mich noch outen. Ich habe schon gesagt, ich bin sehr offen für Verschwörungstheorien und ich bin nicht nur offen, sondern ich bin tatsächlich von einer ganzen Reihe von, was man landläufig als abgedrehte Verschwörungstheorien bezeichnen würde, überzeugt. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass der 11. September ein sogenannter Inside-Job war, dass die Türme letztendlich in irgendeiner Form gesprengt wurden und nicht von Flugzeugen eingestürzt sind. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass UFO und Kornkreise existieren, genuin nicht vom Menschen gemachte Phänomene sind und dass, wenn wir diese Informationen, die es dazu gibt, in unser Weltbild, also das würde unsere Realität komplett auf den Kopf stellen, wenn wir das in unser Weltbild integrieren müssten, was auch der Grund ist, warum es da so große Widerstände gibt. Und ich habe größte Zweifel daran, dass die Amerikaner mit dem Apollo-Programm jemals zum Mond geflogen sind. Die Widersprüche, die dort rauskommen, Filme, Originalfilme sind seltsamerweise verschwunden. Hunderte Kilo Mondgestein entpuppen sich als Erdgestein in den verschiedenen Laboren. Offensichtlich ein Großteil der Fotos, die veröffentlicht wurden und als Originalfotos veröffentlicht wurden, sind im Studio gemacht und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz große Fragezeichen, wobei ich mich an dem Punkt, aber ich zu wenig direkte Informationen, um mich festzulegen. Aber wie gesagt, da bin ich im größten Zweifel. Also ich bin eigentlich der ideale Kandidat, um an Chemtrails zu glauben. Und ich glaube nicht dran. Ich habe es mir angeguckt, ich habe es geprüft, ich habe es mit meinem Hintergrundwissen überlegt und ja, komme zu dem Schluss. Sorry Leute, es gibt Kondensstreifen, aber wenn ihr in den Himmel schaut und seht die Kondensstreifen, die nicht verschwinden, das sind keine Chemtrails. Chemtrails in diesem Sinne gibt es nicht. Okay. Warum nicht? Und eine der Begründungen, dass eben Chemtrails definitiv von Chemikalien verursacht sind, erstmal fliege ich wahnsinnig gerne und ich finde es auch, sage ich mal, für mein Bewusstsein von der Begrenztheit der Erde und von unserem Planeten, finde ich es ein fantastisches Instrument, sich in den Flieger zu setzen, halb um die Erde zu fliegen, in einem Tag, innerhalb von 12 Stunden bin ich in Brasilien, mehr oder weniger halb um die Erde rum, auf der Südhalbkugel und fliege über Afrika, das Mittelmeer, den Atlantik, den südamerikanischen Kontinent
und man kriegt ein Gefühl für die Größe dieses Planeten, man kriegt ein Gefühl, dass es wie die Räume sind und dass man tatsächlich für diesen ganzen Planeten verantwortlich ist, dass wir eins sind. Also das, da hat der Flugverkehr, denke ich, in dem Bewusstsein der Menschen ganz viel geleistet und leistet es weiterhin. Und oft, wenn ich fliege, also schon öfters, wenn ich fliege, sehe ich tatsächlich, dass sich direkt an den Flügeln meines Flugzeugs schon Kondensstreifen bilden. Der Kondensstreifen von den Triebwerken, den sehe ich typischerweise nicht, weil der erst weiter hinten entsteht. Aber was ich mitunter sehe, ist an den Flügelspitzen, an den heutzutage oft hochgebogenen Flügelspitzen, wo die stärkste Verwirbelung entsteht. Dort sieht man oftmals schon einen kleinen Strich, einen kleinen Kondensstreifen, der sich genau an dort, an der Stelle bildet. Nämlich, weil sich die Luft einfach verwirbelt und allein durch die Verwirbelung schon genug Kondensationskeime für Wolken, für Wassertröpfchen, für Nebelbildung, für Wolkenbildung bereitstellt. Und das ist nämlich der Kern. Kondensstreifen entstehen durch das Liefern von Kondensationskeimen, wo in den hohen Luftschichten sonst eine Armut an Kondensationskeimen sind, dass sich Nebeltröpfchen bilden können, Wassertröpfchen bilden können, die Nebel sind, die dann zu Wolken werden, beziehungsweise als Kondensstreifen zu sehen sind. Oder auch dann gleich Eiskristalle eben werden. Auch da brauchen wir die Kondensationskeime. Und die Wolkenentstehung, ich habe das in meinem Video über den anthropogenen Klimawandel diskutiert. Wolkenentstehung ist bis heute nicht verstanden. Wolkenentstehung, Wasser ist das lebendige Element in der Atmosphäre. Es schwankt stark im Anteil in der Atmosphäre. Es kann bis zu 4% betragen, also irgendwas zwischen 0,4 und 4%. Also es schwankt extrem im Anteil, wie viel es in der Luft vorhanden ist. Das kann eben bis 30 Gramm pro Kubikmeter Luft gehen. Also es sind Mengen, die da sind, bis 4% des Gases in der Atmosphäre kann Wasser sein. Und weil es so extrem dynamisch ist, wird es von den ganzen Modellen auch nicht wahrgenommen, also wurde es einfach rausgekürzt, weil es ist nicht in Formeln fassbar. Es schwankt vom Anteil, es schwankt damit, wie es sich verhält, weil es entweder als Gas vorliegen kann, direkt als verdampftes Wasser, Wassergas. Es kann als Wasserdampf oder Nebel oder Wolken vorliegen, wo es dann eben als kleine Nebeltröpfchen, als Wassertröpfchen in der Atmosphäre ist, als flüssiges Wasser. Es kann als Eiskristall vorliegen. Und in jeder dieser Übergänge nimmt es ganz viel Energie auf, gibt ganz viel Energie ab, absorbiert Strahlung, nimmt Strahlung weg. Und wie entstehen nun überhaupt Eiskristalle bzw. Wassertröpfchen in der Atmosphäre? Speziell in der höheren Atmosphäre. Da gibt es nämlich wenig Kondensationskeime. Und es braucht, selbst in einer mit Wasser gesättigten Luftschicht, braucht es Kondensationskeime für die Tröpfchenbildung. Da muss erstmal ein bisschen was da sein, ein kleines Staubkorn, ein bisschen ein paar Moleküle Chemikalien wie Phenole oder auch einfach nur Ionen, die dann entsprechend als Kondensationskeime für Nebeltröpfchen wirken können. Und dieser Prozess ist bis heute nicht richtig vorhersagbar, nicht richtig beschrieben. Also man nähert sich dem an durch verschiedene Versuche aber man kann ihn nicht wirklich berechnen. Also das ist einer der Gründe, warum es so schwierig ist, Wetter vorherzusagen. Speziell im Sommer schwierig ist, Gewitter vorherzusagen, weil man diese Wolkenbildung und das Abregnen von Wolken und die Dynamik der Wolken nicht wirklich versteht, nicht wirklich berechnen kann, noch nicht mal mit Erfahrungswerten, weil es so viele lokale Einflussgrößen gibt, die da eine Rolle spielen. Und dann ist also die Begründung der Chemtrail-Anhänger, es sind Chemtrails, weil es sind Kondensstreifen, die nicht verschwinden. Und alle Kondensstreifen, die nicht verschwinden in höheren Luftschichten, sollen Chemtrails sein. Das greift nicht, weil es gibt keine ordentliche Theorie zur Wolkenbildung, zur Kondensstreifenentstehung. Es ist im Grunde ein Prozess, den wir bis heute nur in Ansätzen verstanden haben, der uns immer wieder überrascht. Und es ist durchaus möglich und in der Praxis oft beobachtet,
dass aus einem wenigen Kondensationskern, aus einer kleinen Wolke, aus einer wenigen Kondensationskeimen eine ganze Wolke entsteht und letztlich sich der ganze Himmel zuziehen kann. Und speziell eben aus Kondensstreifen, dass Kondensstreifen in einer Luftschicht, die relativ viel Wasser enthält, das muss noch nicht mal 100% sein. Es können sich auch Wolken bilden bei Luftschichten, die gar nicht überfeucht sind, sondern die nur einen gewissen Anteil Wasser haben. 50%, 70% relative Luftfeuchte reicht schon aus, dass sich Wolken bilden. Und dann eben die Frage ist, haben wir die Kondensationskeime? Und nicht nur die, sondern wie verhalten sich die Kondensationskeime? Und das hängt von ganz vielen Sachen ab. Einer, der da ganz, ganz, ganz interessante Forschung macht und gemacht hat und die auch veröffentlicht hat in verschiedenen Büchern, ist der Henrik Svensmark. Wenn Sie den noch nicht kennen, haben Sie von Klimawissenschaft keine Ahnung. Henrik Svensmark, der nachgewiesen hat in verschiedenen Stufen, dass die Sonne die Wolkenbildung beeinflusst und damit das Klima sehr stark beeinflusst. Und die Sonne beeinflusst das Klima auf der Erde. Wenn desto aktiver die Sonne ist, desto weniger kosmische Strahlung haben wir auf der Erde. Und desto weniger kosmische Strahlung wir auf der Erde haben, desto weniger Wolken haben wir. Kosmische Strahlung führt zu mehr Wolken. Warum? Weil, das hat er gerade auch am CERN Teilchenbeschleuniger in verschiedensten Versuchen bewiesen, diese kosmische Strahlung ist enorm schnell und energiereich. Das sind Teilchen, kosmische Teilchen, die extrem schnell unterwegs sind, nahezu mit Lichtgeschwindigkeit und die dadurch ganz, ganz viel Energie mitbringen und die, so wie in der Nebelkammer, ich weiß nicht, ob wir das bei uns in der DDR hatten, wir sowas, so eine Nebelkammer im Physikunterricht, wo man ein radioaktive, kleine Menge radioaktive Substanz vorne dran hielt und dann hat man gesehen in der Nebelkammer, oh, da sieht man die Bahnen der radioaktiv geladenen Teilchen, wie sie da ausgestoßen werden und hinterlassen Nebelbahnen in dieser Nebelkammer. Genauso läuft das in der Atmosphäre. Dort haben wir also eine feuchte Luftschicht, die nichts anderes braucht als Kondensationskeime und ein kosmisch geladenes Teilchen, was schnell und mit viel Energie reinkommt, kann auf seinem Weg viele, viele, ja wahrscheinlich, weiß nicht wie viele, Hunderte, Tausende oder Millionen sogar, ich weiß es nicht, aber viele Teilchen ionisieren. Es sprengt Elektronen ab, es macht es zu Ionen und diese Ionen wiederum können dann andere Teilchen anziehen, können sich verklumpen zu größeren, also wir reden hier immer noch von Molekülgröße bis ein paar hundert bis tausend Molekülgrößen. Und das sind dann die Kondensationskerne für Wolkenbildung. Das hat Henrik Svensmark sehr schön nachgewiesen, den Zusammenhang zwischen solarer Aktivität und Wolkenbildung auf der Erde. Und 1% mehr Wolkenbildung auf der Erde, also quasi nichts, das ist fast nicht wahrnehmbar oder messbar, 1% mehr Wolkenbildung auf der Erde hat einen größeren Einfluss auf die Erdtemperatur als der komplette theoretische Kohlendioxidgehalt. Also, das nur kurz, der ist also richtig, richtig interessant und wichtig, dieser Svensmark, und den sollte man studiert haben, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und ein ganz ruhiger, seriöser und bescheidener Wissenschaftler, der aber enorm, enorm angegriffen und angefeindet wurde von der ganzen anthropogenen Klimawandel-Wissenschaftsszene. Ja, also da gibt es schöne Videos im Internet, gucken Sie sich die mal an. Wie er sogar einen Herzinfarkt kriegt dabei. Okay. Und das ist aber nicht das Einzige, ne? Also schon dieser Prozess, den wir nicht wirklich verstanden haben mit der kosmischen Strahlung, der beeinflusst die Wolkenbildung. Die elektrische Ladung in diesen Höhen beeinflusst die Wolkenbildung. Natürlich die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Und das ist auch so. Es kann durchaus sein, dass ein Bach, ein Feuchtgebiet, ein Sumpf, den wir am Erdboden haben, dass der die Luftschichten bis in 10 Kilometer Höhe beeinflusst mit ihrer Temperatur, mit ihrer Feuchtigkeit, sodass also wenn ein Flugzeug über so einen Fluss in 10 Kilometer Höhe rüberfliegt, dass dann plötzlich so ein Kondensstreifen anfängt und wieder aufhört bzw. unterbrochen ist, weil die Luftschicht sich in ihrer
Temperatur vielleicht geändert hat, 3 Grad kühler ist, ein Tick feuchter ist, und plötzlich haben wir die Bedingungen, dass Kondensstreifen da sind und sich ausdehnen und am Ende den ganzen Himmel zuziehen können, oder wir haben es nicht. Also dieses Argument, es müssen Chemtrails sein, weil es sind Kondensstreifen, die nicht verschwinden und die sogar den ganzen Himmel zuziehen können. Nein, lasse ich nicht gelten. Der Prozess ist nicht verstanden. Wenige Kondensationskerne können zum kompletten Zuziehen des Himmels bedeuten. Und warum gibt es da manchmal so ein Gittermuster von Kondensstreifen am Himmel? Weil die Flugzeuge alle paar Minuten, Berlin-Tegel, Berlin-Schönefeld, Nachtflugverbot, 6 Uhr morgens fangen die Flugzeuge an zu fliegen. Alle, ich weiß nicht wie oft, glaube alle 2, 3, 4, maximal 10 Minuten startet ein Flugzeug. Und dabei die Luftmasse bewegt sich. Also keine Ahnung, in den Höhen vielleicht 30, 50, 100 km/h Windgeschwindigkeit. Und dementsprechend bewegt sich die Luftmasse weiter. Alle 10 Minuten startet ein Flugzeug. Also wunderschöne Regelmäßigkeit kriegen wir da Kondensstreifen in bestimmten Abständen auf den Himmel gezaubert durch die regelmäßig von einer Landebahn startenden Flugzeuge in einer Richtung. Und dann haben wir eben noch die gleichzeitig landenden Flugzeuge und dann machen sie vielleicht noch eine Kurve und schon haben wir ein Gittermuster. Also da muss kein Flugzeug extra hin und her fliegen dafür. Das passiert auch ganz von allein. Ein weiteres Argument oder eine weitere Untersuchung, die dann in diesen Dokumentationen oder von Wissenschaftlern, die das mal versucht haben zu untersuchen, ist, dass man Aluminiumspuren findet im Regenwasser, auf dem Erdboden, in Regentonnen und sonst wo. Aluminium und Barium. Aber wenn man sich die Mengen dann anguckt, die sie dann angeben, wie viel Aluminium sie gefunden haben und wie viel Barium, also winzige Mengen Barium, relativ große Mengen Aluminium. Und das ist, und Aluminium ist ja so ein seltenes Metall und wie kann das in die Luft kommen und ins Regenwasser? Da ist ein Zusammenhang, den ich auch mit meinem Zeolit und Bentonit und Gesteinsmehl habe. Die Leute wissen gar nicht, wie viel Aluminium in ganz normaler Erdkruste ist, in Sand, in Ton, in Bentonit, in Zeolit. Überall sind große Mengen gebundene, in Siliziumoxidgitter, gebundene Aluminium drin. Aluminium ist der, was war es, der dritthäufigste Stoff in der Erdkruste. Was war zuerst? Sauerstoff, Silizium und dann kommt Aluminium. 8%, 8 Gewichtsprozent der Erdkruste sind Aluminium. Also riesige, gewaltige Mengen. Das heißt, sobald irgendwo ein bisschen Staub in der Atmosphäre ist, und wir wissen ja, dass die Sahara Staub über den ganzen Atlantik bis nach Südamerika und Nordamerika in den mittleren Westen transportieren kann, wo es dann manchmal rote Sonnenuntergänge gibt, weil wieder Sahara Staub rübergekommen ist. Also Erdstaub, Staub in den höchsten Atmosphären bis 10 Kilometer Höhe überhaupt kein Problem. Finden wir teilweise Staub. Und dieser Staub hat im Schnitt 8% Aluminium. Das heißt, überall, wo man ein bisschen Staub ist, und das kann der benachbarte Acker sein, wo einfach mal der Wind drüber fegt, gestern gerade geiles Ding gesehen. Vorgestern eine Windhose, ein kleiner Tornado, der direkt vor unserem Auto rüber übers Feld ist, vor uns über die Straße und dann übers Feld ist, wo man schön sehen konnte, wie er den Staub aus dem Roggenfeld hochsaugt, weil die keinen Unterwuchs hatten. Wenn da ein schöner Unterwuchs gewesen wäre, hätte er es nicht geschafft, die Erde da hochzusaugen, da hätte man ihn gar nicht gesehen. Egal, also allein das, ein bisschen Ackerstaub. Ein bisschen Staub von der Straße, Staub von eben tatsächlich vielleicht Wüstengebieten oder so von tausende Kilometer weiter, reicht aus, dass man Aluminium findet. Sei es im Regenwasser, sei es im Kompost, sei es sonst wo. Das ist das dritthäufigste Element in der Erdkruste, 8%. Es wird überall gefunden. Die Bariumwerte sind korrespondierend dazu, entsprechend hundertfach geringer und mehr. Dass es dann entspricht auch dem Bariumgehalt in der Atmosphäre. Also sprich, was die da so aufwendig messen, die Wissenschaftler in der Atmosphäre, wenn sie da Chemtrails untersuchen oder im Regenwasser, ist ganz normaler Erdstaub. Da ist auch ein Stück weit Aluminium drin. Okay, das ist also auch kein Argument. Chemtrails
Werden auch, weil dann eben die Sorge ist, oh Gott, wir werden alle vergiftet, da werden ständig Gifte über uns gesprüht. Es gibt keine ineffizientere Methode, jemanden zu vergiften, als in viele Kilometer Höhe, bis 10 Kilometer Höhe, Gifte auszusprühen. Also wenn man jemanden vergiften will, dann macht man das über die Nahrung, über das Wasser, direkt indem man vor seinem Haustür vielleicht Motoren und Auto Abgase produziert oder andere Abgase, wobei die inzwischen sehr, sehr sauber sind, entgegen der öffentlichen Wahrnehmung. Aber das direkte Vergiftung und im Normalfall als alter Verschwörungstheoretiker kann ich Ihnen sagen, Vergiftung findet von den bösen Eliten, die wir jetzt mal annehmen können oder nicht, aber auf jeden Fall der Klassiker ist eigentlich, die Leute für ihre eigene Vergiftung zu bezahlen. Die lassen bezahlen über die Krankenkasse für 10 Medikamente am Tag, die sie sich reinpfeifen, die sie eigentlich nicht brauchen, von Blutdrucksenkern über Cholesterinsenker bis Prädiabetes-Medikamente und sonst was. Wenn man da mal bei über 60-Jährigen in den Medizinschrank geht, da wird man ja, fasst man sich ja an den Kopf und sagt, zack, alles raus, wenn du noch ein paar Jahre überleben willst. Vergifte dich nicht mit dem Zeug, das du selber bezahlst. Genauso über die Nahrung. Das ist ein wunderbarer Weg, um dich zu vergiften. Industrienahrung in den verschiedensten Variationen. Ja, jeder seine eigene Meinung dazu, was da nur genau giftig ist, aber desto krasser industrieller verarbeitet, desto gefährlicher definitiv, desto giftbelasteter in ganz vielen Punkten, sei es Süßstoff, sei es Transfette und so weiter. Und wir bezahlen dafür und wir kriegen das. Also das ist ein Weg, wie Vergiftung punktgenau, selbstbezahlt, effizient stattfindet, sich über Chemtrails zu vergiften. Das ist eine super schwierige Angelegenheit. Die Mengen, die man da bewegen müsste, die Tatsache, dass man das eben in Kilometer Höhe macht, dass allein schon durch die Luftbewegung hunderte Kilometer abdrifft, völlig standardtypisch und normal wäre. Also so kann man eine Bevölkerung nicht vergiften. Ja. Okay. Das war ein Schnelldurchlauf. Also heute ein bisschen kürzeres Video. Nerven behalten. Kritisch bleiben, ob die Verschwörungstheoretiker sind oder nicht. Mitdenken, nicht ihre Schulbildung über den Haufen werfen und sagen, jetzt ist dein. Sie haben eine Grundlage, naturwissenschaftliches Verständnis. Da gibt es große Lücken, aber nichtsdestotrotz sollte man damit erstmal rangehen an die Dinge. Nerven behalten, kritisch bleiben, mitdenken. Und ich kann ganz klar sagen, vor Chemtrails brauchen Sie keine Angst zu haben. Gehen Sie raus in die Sonne, genießen Sie die Natur. Essen Sie Ihr eigenes Gemüse. Ja, es gibt tatsächlich viele Menschen, die sich nicht mehr trauen, ihr eigenes Gemüse anzubauen. Gehen Sie raus und es gilt immer noch, dass in Innenräumen wir eine zigfache Belastung mit verschiedensten Giftstoffen haben als draußen in der Natur. Und von daher genießen Sie die Natur, genießen Sie Ihr eigenes selbst angebautes Gemüse. Was Besseres können Sie nicht tun. Und wenn Sie nach oben schauen, und wieder Kondensstreifen sehen, die nicht verschwinden, dann freuen Sie sich erstmal, dass da Menschen unterwegs sind, die etwas über die Erde lernen und Erdbewusstsein entwickeln. Und ja, es ist ein Thema, dass man sagen kann, ist denn nicht die Kondensstreifenverseuchung, dass wir ständig zugezogene Himmel haben, weil wir so viele Kondensstreifen, so viel Flugverkehr heutzutage produzieren. Alle 10 Jahre, glaube ich, verdoppelt sich der Flugverkehr. Das heißt, in den letzten 30 Jahren hat sich der Flugverkehr verachtfacht auf der Welt. Das ist die Belastung quasi mit Kondensstreifen, mit Wolken in bestimmten Höhen. 10 Kilometer ist enorm und ist ein Thema, worüber man vielleicht sprechen muss, dass man da vielleicht andere Wege findet des Transports. Wie gesagt, ich bin ja ein UFO-Fan. Wenn jeder sein eigenes UFO auf dem Dach hat, dann haben wir das Problem nicht mehr. Aber Sie brauchen keine Angst zu haben, dass Sie von Chemtrails vergiftet werden. Oder dass solche Sprühaktionen in dieser Form stattfinden. Es gibt alle möglichen Dinge, um die Sie sich Sorgen machen sollten, darum nicht.
Genießen Sie die Natur, genießen Sie Ihr Gemüse. Bis zum nächsten Mal. Schönen Gruß.